Bitte einsteigen am Gleis 5, der Zug fährt ab. Willkommen auf einer der abwechslungsreichsten Zugfahrten, die Sie je gemacht haben. Durch eine Landschaft ähnlich dem Mittelrheintal. Hinweg über Brücken, vorbei an pittoresken Dörfern mit Fachwerkhäusern. Moment, was ist das? Ach, da kommen wir auch schon in den Tunnel. Wir sind auf einer Reise, die wir diesen Männern hier verdanken. Den Herren vom Mainzer Modellbahnclub. Ich glaube, ich bin infiziert oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe also als kleiner Bube Eisenbahn bekommen. Dann ist das, sind mal die Mädchen gekommen. Dann hat man die Eisenbahn wieder nebenhin gelegt. Das war ja ganz klar, weil da sind die Mädchen vorgegangen. Und dann irgendwann hat man dann wieder angefangen. Der Modellbahnclub Mainz hat über 400 Meter Gleise in seiner Miniaturwelt verbaut. Hier fährt alles, was auf Schienen passt. Lokomotiven, Grubenbahnen und ICE. Den Strom gibt's per Oberleitung. Etwas Besonderes im Modellbau. Platz gefunden haben die vielen kleinen Wagen in einem ganz großen. Das Clubhaus ist ein alter Reisezugwaggon. Vor rund 50 Jahren umgebaut von Bahnurgesteinen wie Hans-Peter Riedel. Das war eine ganz einfache Lösung. Wir hatten keine Bleibe hier. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Hatten uns also zusammengesetzt und haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir einen Waggon. Habe den von der DB gekauft für 444 Mark. Die gesamte Anlage ist nach und nach entstanden. Vieles selbst gebaut. Zum Beispiel der Turm, der ist aus einer Waschmittelflasche gemacht. Und ja, halt immer so, man findet immer was. Zum Beispiel Feld, wo also Wurzelbest gemacht waren. Wurzelbeste, so die Gräser und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich nichts, was man auf der Modellbahn nicht gebrauchen kann. Sebastian ist der Jüngste. Wenn mal wieder ein Zug entgleist, wird er zum wichtigsten Mann im Team. Sebastian, geht Tauchstation, Fehlende Erfahrung macht der 15-Jährige durch Wendigkeit wett. Wer auf diesem Aussichtspunkt Platz nimmt, hat einen verantwortungsvollen Job. Also ich bin hier der Fahrdienstleiter. Bei der Großen Bahn ist der Fahrdienstleiter für den sicheren und pünktlichen Zugverkehr verantwortlich. Er stellt die Weichen und die Signale, dass die Züge fahren können. Und genau dieses tue ich hier auch. Hermann Hönow findet diesen Job so spannend, dass er ihn nicht mehr nur im Kleinen, sondern künftig auch beruflich machen will. Seine Bewerbung bei der Bahn läuft. Hans-Peter Riedel hat 44 Berufsjahre bei der Bahn hinter sich. Was früher nur nach Feierabend ging, kann er jetzt voll ausleben. Ich tue also auch noch ein bisschen fotografieren. Eisenbahn natürlich. Ich habe dann noch vom Anfang her noch 40.000 Dias. Ich hatte also eine Fototasche, die hat 14 Kilo gewogen. Die Männer vom Modellbahnclub Mainz teilen eine Leidenschaft. Manche in Miniatur, einige auch im richtigen Leben. Sie sind echte Eisenbahner.